wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu den Develop Public Sector und Health and Care Days 2023. Ich weiß, es ist früh, aber Sie werden ganz, ganz viele Vorträge heute erleben und da ist ein Applaus-Signal immer so ein kleines Zeichen dafür, dass es Ihnen gefallen hat und dass Sie so ein bisschen was mitnehmen konnten aus den einzelnen Slots. Also können wir das jetzt schon ein kleines bisschen üben. Ich freue mich, dass Sie alle heute hier sind und dieser Titel Develop Public Sector Health and Care Days ist relativ komplex, klingt so kompliziert. Das hat aber einen Sinn und das ergibt auch Sinn, diese beiden Branchen bei den regulierten Märkten miteinander zu verbinden. Das heißt, es ist völlig egal, ob Sie aus öffentlichen Verwaltungen kommen, aus Städten oder Kommunen, aus einer Hochschule oder aus dem Gesundheits- oder Sozialwesen, einer Klinik oder einer sozialen Einrichtung. Sie werden auf jeden Fall spezifisch für Ihre besonderen Herausforderungen und Interessen alles das in den kommenden zwei Tagen finden, was Sie benötigen. Dass das erfolgreich sein kann, das haben die Develop Public Sector und Health and Care Days im vergangenen Jahr in Berlin in dem wunderschönen Kino gezeigt. Damals, direkt nach der Pandemie, haben wir fast 400 Menschen begrüßen dürfen. Und wenn ich jetzt heute hier ins Auditorium gucke, dann blicken mir fast 600 Personen zurück. Und das ist ein ganz, ganz tolles Bild. Und für dieses Bild bedanke ich mich im Namen aller, die vor und hinter den Kulissen hart daran gearbeitet haben, diese beiden Tage heute und morgen Realität werden zu lassen. Ganz, ganz herzlich. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Und Vertrauen ist auch das Stichwort, das sich wie ein roter Faden durch die folgenden zwei Tage ziehen wird. Und Vertrauen ist im Grunde wie so ein Blatt Papier. Einmal zerknüllt, wird es nie wieder ganz perfekt sein. Und deswegen sind wir uns unserer Verantwortung, die wir haben, wenn Sie uns Ihre vertrauenswürdigen und vertraulichen Informationen gerade in regulierten Umfeldern anvertrauen, mit unserer Software zu arbeiten, sehr, sehr bewusst. Und dieses Verantwortungsbewusstsein ist so stark, dass wir das Thema Trust sogar fest in unseren Unternehmensstrategien verankert haben. Und zwar nicht nur technologisch, sondern auch gesellschaftsmäßig und auch menschlich. Was wir damit meinen, dazu werden Sie im Laufe der folgenden Stunden noch eine ganze Menge erfahren. Sie können übrigens auch darauf vertrauen, dass wir alles getan haben, um die folgenden zwei Tage wirklich spannend zu gestalten. Fast 3 Dutzend Vorträge, Keynotes, Workshops, Best Practices von unseren Kunden erwarten Sie. Und natürlich auch eine große Ausstellung, die Sie im Foyer wahrscheinlich gerade schon mal teilweise begutachten konnten. Und natürlich ganz, ganz viel Zeit und Raum zum Netzwerken, um miteinander in Kontakt zu kommen und voneinander zu lernen. Otto von Bismarck hat mal gesagt, nur ein Idiot würde meinen, aus eigenen Erfahrungen zu lernen. Ich ziehe es vor, aus den Erfahrungen anderer zu lernen, um eigene Fehler von vornherein zu vermeiden. Darum laden wir Sie ein, von anderen zu lernen, sich gegenseitig zu unterstützen. Und dazu haben wir ganz viele Möglichkeiten geschaffen, heute und natürlich auch morgen. Also gehen Sie aufeinander zu, vernetzen Sie sich gerne und ganz bewusst auch branchenübergreifend, denn dafür sind die Develop Public Sector und Health and Care Days letztendlich da. Kurze Frage. Was beginnt am 16. September? Ihr Urlaub, sagt sie. Ja, das ist richtig. Kleiner Tipp, in München. Das Oktoberfest, richtig. Und wir werden jetzt auch dieses Event ein bisschen früher schon eröffnen, allerdings ein kleines bisschen stilvoller. Und wer könnte dieses Event besser eröffnen als die beiden Menschen, die als COOs in den Business Divisions Public Sector und Health and Care zusammen mit ihren Teams dafür verantwortlich sind, dass dieses Event überhaupt in dieser Form heute hier stattfinden kann. Herzlich willkommen Philipp Perplies und Leonard Pliete.
Also wir können fast loslegen. Bist du bereit für die kommenden 2 Tage? Freust du dich, Philipp? Sowas von. Leo kann losgehen? Ja klar, kann auf losgehen. Jeden Fall. Gut, dann schreiten wir jetzt zur offiziellen Eröffnung. Dankeschön. Und wir machen es ein kleines bisschen anders, nämlich auch im wahrsten Sinne des Wortes Build on Trust. Es geht um Vertrauen und ich zeige Ihnen, was ich damit meine. Denn ich glaube, das Wichtigste, was wir brauchen, um diese folgenden 2 Tage erfolgreich zu gestalten, ist Vertrauen und positive Emotionen. Und ich hoffe, Sie haben viel positive Erwartungshaltung mitgebracht. Und ich würde mir wünschen, dass wir genau diese Erwartungen und dieses Gefühl so ein kleines bisschen kanalisieren als Start in diese Veranstaltung. Deswegen wäre es toll, wenn Sie einmal kurz Ihre linke Hand heben könnten. Ihr dürft gerne mitmachen. Die andere linke, Philipp. Sehr gut. Und jetzt stellen Sie sich einfach vor, Sie versuchen, alle Emotionen, die Sie jetzt haben, die positiven Emotionen, vielleicht ein bisschen Aufregung, weil Sie nicht genau wissen, was passiert denn heute und morgen eigentlich. Oder die Fragen, die Sie haben, die Sie gerne den Develop-ExpertInnen stellen wollen, etc. Das alles, diese ganzen Gefühle hier in diese Handinnenfläche, in Ihre Handinnenfläche zu projizieren. Und wir werden jetzt gleich diese Energie in diese Flasche senden, nur natürlich im übertragenen Sinne. Sie müssen schon Vertrauen haben, ja, also Trust, damit das funktioniert. Um das Ganze hier quasi symbolisch ja, mit positiver Stimmung, mit positiver Emotion anzureichern. Und diese Stimmung, diese Emotion soll uns dann durch die kommenden 2 Tage führen. Okay, also jetzt fokussieren Sie alles Positive in Ihre Hand. Bereit? Und wenn ich sage jetzt, dann senden Sie nur in Gedanken aus Ihrer Hand die Energie in diese Flasche. Alle Hände Richtung Flasche. Bereit? Dann senden Sie Ihre Energie ganz genau jetzt. Und damit, das funktioniert. Ui. So. Es waren zu viele Emotionen von Ihnen, glaube ich. So, bitteschön. Dankeschön. Und damit erkläre ich die Develop Public Sector and Health and Care Days 2023 offiziell für eröffnet. Schön, dass Sie alle da sind. Und die Bühne gehört jetzt euch für einen impulsgebenden Blick zurück nach vorn. Philipp Herblies und Leonard Pliete. Los geht's. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zu den diesjährigen Develop Public Sector Days. Und wow, das ist schon beeindruckend, dass wir so viele von Ihnen heute hier hinbegeistern konnten. Es ist gar nicht so lange her, 2018, da waren wir das letzte Mal mit den Develop Public Sector Days hier, damals noch unter dem Namen Codia Forum. Da haben wir knapp 200 Menschen hierhin begeistern können. Und wie Stefan gerade schon gesagt hat, mittlerweile sind es 600. Und das macht uns schon stolz, dass wir damit die größte DMS-Messe, ECM-Messe Deutschlands sind für die regulierten Märkte. Da vielen Dank auch für das Vertrauen. Leo, um das Motto von letztes Jahr aufzugreifen, das ist schon ein ganz großes Kino, oder? Auf jeden Fall. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu den zweiten Health and Care Days hier aus Kassel. Ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich unseren Einladungen hier nach Kassel gefolgt sind. Es macht Spaß, hier vorne zu stehen, in die Reihen zu blicken und einfach zu sehen, wie viele Menschen Lust auf Digitalisierung haben. Ja, Philipp, Kino ist das passende Stichwort gewesen. Letztes Jahr standen wir gemeinsam in Berlin auf der Bühne, um die ersten Public Sector und Health and Care Days überhaupt gemeinsam zu eröffnen, beziehungsweise vielmehr war es keine Bühne, sondern ein Kino. Wir sprachen über den Fluss des Lebens, über Verbindungen, über Vernetzung von Menschen, Märkten und Organisationen. In den Vorträgen ging es um die Herkulesaufgabe der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung und im Gesundheits- und Sozialwesen. Genau da möchten wir heute gemeinsam mit Ihnen anknüpfen. Wir möchten in den kommenden 2 Tagen mit Ihnen weiterhin über die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung und im Gesundheits- und Sozialwesen sprechen. Wir möchten in den Austausch kommen, spannende Kundenprojekte erleben und Ihnen Inspiration von unseren Digitalisierungsexpertinnen bieten. Apropos Versprechen, Philipp.
Da war noch was. In der Tat. Stefan hat es gerade anmoderiert. Es hat ja einen Grund gehabt, wieso wir uns dazu entschieden haben, die beiden Branchen im letzten Jahr zusammenzubringen und ja, diese Erfolgsstory auch fortzusetzen. Sie sind größtenteils Develop Documents Kunden, die von Ihnen, die es noch nicht sind, werden es hoffentlich bald. Und Sie vertrauen unseren Systemen heute hochsensible Daten an. Und diese Daten, die tauschen Sie auch untereinander regelmäßig aus. Und wir haben Ihnen letztes Jahr aufgezeigt, dass wir uns ans Ziel genommen haben, Ihnen die Möglichkeit auch zu geben, diese Informationen sicher untereinander auszutauschen. Und nicht nur untereinander, sondern im folgenden Step auch mit den Menschen, die wir gemeinsam erreichen, die uns dann auch ihre Daten entsprechend anvertraut haben. Und dieses Versprechen wollen wir im ersten Step auch heute einlösen, beziehungsweise die beiden Tage einlösen. Wir wollen die Menschen digital in den verschiedenen Rollen miteinander verknüpfen, verbinden und erreichen. Und wie funktioniert das? Sie sind Develop Documents Kunden. Sie haben viele Informationen von den Menschen bei sich im System. Und diese Informationen müssen heute dann vielleicht zu anderen Organisationen, zu externen, zu Ehrenamtlichen übermittelt werden. Wir haben uns dann der Thematik gewidmet und geschaut, wie können wir das herstellen? Was gibt es bereits am Markt? Wie können wir es realisieren, dass wir Menschen, die in unseren Oberflächen unterwegs sind, einfach die Möglichkeit geben, aber auch sicher Informationen mit anderen zu teilen? Oder aus Prozessen heraus automatisiert Informationen sicher zu übermitteln. Und im ersten Step haben wir uns in der Tat auf den Weg gemacht und haben geschaut, was gibt es denn am Markt? Und viele von Ihnen werden privat bereits verschiedene Cloud-Speichersysteme, weil man kommt schnell zu dem Entschluss, es muss über einen Cloud-Speicher in irgendeiner Form funktionieren, die hier helfen könnten. Diese Systeme hatten für uns aber verschiedene Herausforderungen. In der Tat war es eine Option, ob wir gute Integrationen, Schnittstellen einfach schaffen und Ihnen die zur Verfügung stellen. Wenn wir auf die Liste alleine schauen, haben wir hier viele US-amerikanische Anbieter, die wir vielleicht privat nutzen, vielleicht für gewisse Kontexte, wo es möglich ist, auch beruflich nutzen. Und trotzdem haben wir hier die Herausforderung, dass sie nicht DSGVO-konform sind, beziehungsweise die Datenschutzbeauftragten uns eher die Empfehlung aussprechen, es nicht zu tun. Es gibt Systeme, die Sie selbst betreiben können, die Open Source sind, die man selbst erweitern kann, auch mit diversen Herausforderungen, dass sie ständig geupdatet werden müssen, immer mal wieder nicht zur Verfügung stehen. Das wiederum auch dafür sorgt, dass die Akzeptanz bei den AnwenderInnen schwindet. Die Systeme werden auch breit eingesetzt. Was alle als Herausforderung für uns als Develop-Gruppe haben, sie bieten nicht die Art von Integration, dass wir es einfach hinbekommen, aus unseren Lösungen heraus externe zu beteiligen. Also wir würden wieder eine Krücke anbieten. Und das wollten wir jetzt bewusst bei diesem Case nicht, gerade nicht im Bereich Sicherheit von Daten. Also haben wir uns entschieden, selbst eine Lösung zu bauen. Und wer von Ihnen bei den Develop Forum dieses Jahr war, der hat es vielleicht schon mitbekommen. Rainer Hehmann, unser Co-CEO, hat dort unsere Lösung Develop Trust Spaces vorgestellt. Und Develop Trust Spaces bietet uns die Möglichkeit, Sie untereinander sicher mit zu verknüpfen, sprich, dass Sie die Option haben, direkt aus Ihrer digitalen Akte zu den jeweiligen Dateien, Nutzdateien, einen Empfänger auszuwählen. Und als weiteres Leistungsversprechen wollen wir auch dahin kommen, dass wir Ihnen verifizierte Empfänger auch anzeigen, aber Sie beliebig zusätzliche auch adressieren können. Ob die Empfänger bereits Develop-Kunden sind oder nicht, ist hierbei völlig egal. Wir bieten für jede Art von Empfänger dann entsprechend Empfängerin die richtige Oberfläche. Ziel ist es von uns dann, dass wir, wie gesagt, unter dem Motto Datensicherheit diese Informationen einfach dann zugänglich machen wollen und vor allem intuitiv, sowohl für die EmpfängerInnen als auch für die Menschen, die aus der digitalen Akte diese Aktion anstoßen. Wir werden heute, oder wir beide werden jetzt, hier nicht in die Oberflächen abtauchen. Dazu gibt es heute noch verschiedene andere Möglichkeiten. Unter anderem haben wir einen Stand aufgebaut, wo man sich Develop Trust Space anschauen kann. Jonas und Christina werden heute auch noch im Mittag in ihren Innovation Spotlight entsprechende Szenarien zeigen, sodass wer Interesse hat, sich hier das bereits anschauen kann. Jetzt habe ich viel über Technologie gesprochen. Wir wollten eins nicht machen, nur Technologie bereitstellen.
Genau, wir haben die Technologie, wir haben die Plattform. Wir hätten uns jetzt in unser stilles Kämmerlein bei uns am Campus zurückziehen können und am Reißbrett eine Lösung entwerfen können, die wir Ihnen heute, die wir Ihnen auf dem Develop Forum vorstellen und nach Ihrem Feedback fragen. Das haben wir aber bewusst nicht getan. Wir sind in den Austausch gegangen, in den Austausch mit unseren Kunden, in den Austausch mit Ihnen. Wir wollten erfahren, welche Anwendungsfälle sehen Sie, um Develop-Document-Systeme mit TrustSpaces zu verbinden? Wie arbeiten Sie? Wie kriegen wir es hin, dass Sie Ihre Kunden erreichen? Wie können Sie Bürger, Angehörige, Klienten, ja Menschen erreichen? Sie sind für uns zum wichtigsten Partner geworden, um Menschen, Märkte und Organisationen miteinander zu verbinden. In gemeinsamen Workshops bei uns am Campus haben wir uns mit Ihnen, mit unseren Kunden Gedanken gemacht, wie sehen Anwendungsfälle aus, wie müssten Oberflächen aussehen. Philipp hat gerade schon angeteasert, wir gehen jetzt nicht ins Detail. Wenn Sie sich dafür interessieren, wie die Oberflächen jetzt tatsächlich aussehen, schauen Sie gerne bei unseren KollegInnen vorne in der Ausstellung vorbei und machen sich selbst einen Eindruck. Wir wollten die Arbeitsweisen von Ihnen, von unseren Kunden noch besser kennenlernen und haben anhand der vielen Feedbacks, die wir erhalten haben, beziehungsweise der gemeinsamen Gespräche und Workshops, zwei konkrete Anwendungsfälle heute einmal mitgebracht, die wir Ihnen vorstellen möchten. Zum einen ist das ein Anwendungsfall des Kreises Borken und des Deutschen Roten Kreuzes. Es ist ein Fall aus der Kinder- und Jugendhilfe, wo es darum geht, dass wenn ein junger Mensch oder eine Familie Hilfe nach dem SGB VIII benötigt, das sogenannte Hilfeplanverfahren abzubilden. Das heißt, zwischen dem Fachbereich und dem Deutschen Roten Kreuz als Träger der Maßnahme wird ein Hilfeplan für diesen Menschen aufgestellt und entsprechend abgestimmt. Halbjährlich wird dieser Plan nochmal circa überarbeitet und die komplette Kommunikation soll eben über TrustSpaces erfolgen. Die Bescheide werden über TrustSpaces zwischen dem Kreis Borken und dem Deutschen Roten Kreuz ausgetauscht und natürlich auch die etwaige Rechnung dazu. Sollte es zu Rückfragen kommen, besteht direkt die Möglichkeit, über TrustSpaces am Dokument zu chatten und sich entsprechend auszutauschen und etwaige Rückfragen zu klären. Aber der Kreis Borken und das DRK sind nicht der einzige Anwendungsfall, den wir uns angeschaut haben, Philipp. Ganz genau. Wir hatten ja vor einem Jahr aufgezeigt, dass wir uns erstmal auch im Kreis Borken umschauen wollen. Das ist der Standort unseres Hauptsitzes. Und wir haben auch festgestellt, dass wir eine extreme Verdichtung dort an Organisationen jetzt schon mit unseren Diensten erreichen. Aber parallel hat sich im Projekt auch eine Herausforderung bei der Stadt Wuppertal herausgestellt. Die Stadt Wuppertal ist schon ziemlich vorangeschritten, was ihre Digitalisierung angeht, vor allem was die interne Verwaltung betrifft und macht sich nach und nach auch an ihre Eigenbetriebe. Und einer der Eigenbetriebe ist das Gebäudemanagement Wuppertal, die sich heute auch bereit erklärt haben, zusammen mit unserem Tobias Ahlers, der Herr Reuter, diesen Case, den ich jetzt vorstelle, vorzustellen, zu präsentieren. Weil wir dort eine Herausforderung hatten, einen Prozess, den Sie wahrscheinlich alle kennen durch die E-Rechnungsverordnung, der Eingangsrechnungsbearbeitung. Die Besonderheit beim Gebäudemanagement in Wuppertal ist nämlich, dass für sogenannte große Baurechnungen Externe für die sachliche Prüfung involviert werden müssen, nämlich Architekten, Architektinnen, die dann diese Aufgabe entsprechend übernehmen und auch nur wirklich sachlich übernehmen können. Wer solche Baurechnungen kennt, weiß, dass solche Baurechnungen durchaus aus mehreren hundert Seiten bestehen können und entsprechend ja fast immer abweichend im Auszahlungsbetrag sind zum Rechnungsstellungsbetrag. Und wie erreichen wir jetzt diese Menschen? Im ersten Step konnte eine Überlegung sein, das per Mail zu machen, also einfach die Rechnung zu nehmen und via Mail zu senden. Wir wissen alle, dass das Medium Mail heute eigentlich wenig vertrauenswürdig ist, gerade die Anhänge dort zu öffnen. Wir erleben ja tagtäglich quasi auch Cyberattacken aus Unternehmungen und eine Ursache sind immer wieder E-Mail-Anhänge, die entsprechend geöffnet werden. Abgesehen davon haben wir natürlich per Mail auch die große Herausforderung, dass es A, ein Medienbruch ist und B, wir auch oft an die Reglementierungen kommen, was die Dateigrößen angeht. Das Gebäudemanagement in Wuppertal hat von vornherein eigentlich die klare Anforderung definiert. Am liebsten wollen wir das direkt im Prozess gestalten. Ja, wohl wissend, dass wir mit Menschen da agieren, die nicht Teil der eigenen Organisation sind und entsprechend auch nicht unbedingt ein eigenes Konto haben können, beziehungsweise man hat ja dann auch nicht ein Architekturbüro, was man involviert, sondern sehr, sehr viele. Und das kann ja auch ständig wechseln, indem man bei den Vergaben jeweils wieder andere berücksichtigen darf und muss. Und entsprechend
ist dann der Projektverantwortliche, nachdem wir die Idee vorgestellt haben, auf uns zugekommen und hat gesagt, ich hätte hier einen Anwendungsfall für eine Prozessintegration. Und wir sind jetzt so weit, dass wir es in ein Testsystem installiert haben. Wir warten gerade auf die finalen Freigaben, weil wir einen Cloud-Dienst nutzen, um Informationen zu geben. Unser Cloud-Dienst, das vielleicht schon gespoilert, wird komplett in der Open Telekom Cloud betrieben, so dass wir dann auch sagen können, wir sind hier komplett im deutschen Umfeld unterwegs, mit einem deutschen Betreiber, entsprechend DSGVO auch konform. Und die Lösung schaut dann so aus, dass wir an dem Prozessschritt sachliche Prüfung bei den großen Baurechnungen ein Architekturbüro auswählen können und automatisiert die Rechnung dann zu dem Architekturbüro übermittelt wird. Der Schritt kann dann ausgeführt werden und beendet werden, wenn wir entsprechend die geprüfte Rechnung zurückhaben. Die Funktion, die Leo gerade schon beschrieben hat, dass wir zu dieser Rechnung uns austauschen können, chatten können, die sind natürlich gegeben. Wir sind auch gerade dabei, dass wir die Rechnungen für die Architekturbüros so anbieten, dass sie quasi auch direkt im Web bearbeitet werden können. Die Architekturbüros sind keine Develop-Kunden und müssen es auch nicht sein. Der Auftraggeber, sprich die Person, die die Rechnung zur Verfügung stellt, ob über einen Prozess oder nicht, die sollte dann entsprechend Develop-Kunde sein oder registriert sein, um die Aktion zu starten. Und so haben wir hier auch einen schönen Case, der zeigt, auch prozessintegriert Develop Trust Spaces einzusetzen. Und heute probieren für uns zumindest das erste Mal, wir sind ein Stück weit interaktiv. Wir hoffen, wir konnten ein Stück weit das Interesse wecken bei Ihnen, aber auch schon ja, vielleicht den einen oder anderen kreativen Gedanken wecken lassen, so dass wir gerne probieren wollen, ob Sie uns jetzt schon Impulse geben können, wo Sie ein mögliches Einsatzgebiet sehen. Wir haben, wie im letzten Jahr auch, dieses Jahr wieder eine Event-App zur Verfügung gestellt. Wahrscheinlich oder vielleicht haben Sie schon die QR-Codes auf den Tischen und in verschiedenen Bereichen gesehen. Falls nicht, haben Sie hier die Option, über den QR-Code die App aufzurufen. Sie müssen dort keine App installieren, das ist eine Web-App. Sie gelangen direkt zur Webseite. Und ich würde Sie bitten, einmal unter Umfragen Anwendungsfälle zu erfassen, die Ihnen vielleicht spontan einfallen, die wir uns gemeinsam jetzt hier anschauen können. Falls Ihnen nichts einfällt, können Sie gerne trotzdem reingucken, weil Sie haben die Möglichkeit, auch Anwendungsfälle, die eingereicht werden, als Ideen zu liken. Und dann sehen wir hier, welche Ideen Ihnen kommen, wie wir Develop Trust Spaces entsprechend sinnvoll als Erweiterung oder alleine stehend nutzen können im entsprechenden Zielmarkt. Und ja, wow, das klappt hervorragend. Stark. Ja, wirklich stark. Können wir gerne nochmal hochscrollen? Da sind nämlich die Beliebten. Philipp, ich glaube, wir müssen uns im Nachgang noch was einfallen lassen. Vielleicht können wir das auch mit Trust Spaces machen, die Umfragenergebnisse zur Verfügung zu stellen. Das sind ja sehr starke Ideen. Platz 1 scheint gerade tatsächlich mit über 40 Likes der Austausch mit Gerichten zu sein. Das Verteilen, Empfangen von Dokumenten natürlich. Ja, sehr schön. Ich glaube, das sind jetzt so viele Impulse und so viele Likes. Wir planen jetzt einige Aktionen in den kommenden Wochen und Monaten. Und ich glaube, das ist ein guter Input für uns, das auch direkt zu verarbeiten, diese Anwendungsfälle in unseren Webinaren auch zu zeigen, wie man sinnvoll Develop Documents mit Develop Trust Spaces dann verbinden kann, um den Leistungsversprechen dann auch gerecht zu werden. Vor allem, dass es einfach und sicher funktioniert. Aber Verteilen und Empfang von Dokumenten scheint entsprechend der Top-Anwendungsfall zu sein. Ja, vielen Dank dafür, dass Sie die Chance genutzt haben und uns hier diesen Impuls mitgegeben haben. Ja, ich bin mir sicher, wir werden in den kommenden 2 Tagen sicherlich noch die Möglichkeit haben, über diese Fälle zu sprechen, uns weiter auszutauschen. Die Kolleginnen am Stand freuen sich auch über die entsprechenden Austauschmöglichkeiten mit Ihnen. Ja, mein Vater, Gründer der Develop AG, prägte eins unserer wohl wichtigsten Prinzipien. Vertrauen ist der Anfang von allem. Innovationen brauchen Vertrauen, Innovationen wie Trust Spaces. Zukunft braucht digitales Vertrauen. Und diesem Credo stellen wir uns und sagen Develop, Build und Trust. Was das für Sie bedeutet, hat Philipp in Teilen schon angeteasert, dass wir auf Produkte setzen, die zu den Anforderungen unserer regulierten Märkte passen. Wie Sie aber vielleicht mitbekommen haben, befinden wir uns bei der Develop auch in einer Reorganisation. Wir richten unsere Organisationsstruktur und damit unser Handeln noch stärker anhand unserer Kunden, anhand Ihnen und Ihrer Bedürfnisse aus. Es geht um eine konsequente Ausrichtung anhand unserer Kernmärkte. Und wie Sie hinter mir erkennen können, sind 3 unserer Kernmärkte,
Financial and Professional Services, Public Sector und natürlich Health und Care in den hochregulierten Bereichen unterwegs, wo wir ein besonderes Augenmerk auf Build und Trust legen müssen. Die Ausrichtung anhand der Kernmärkte ist für Develop nichts Neues, aber durch die Reorganisation und insbesondere durch die Verschmelzung mit unseren Töchterunternehmen, so wie es die Codia oder die Develop Public Sector 1 war, haben wir die Möglichkeit, einen noch intensiveren Branchenfokus zu legen und uns genau darauf zu fokussieren, Ihre Bedürfnisse und Ihre Kundenanforderungen in den Vordergrund zu stellen und gemeinsam mit Ihnen als unsere Partner Menschen, Märkte und Organisationen digital zu erreichen. Entsprechend wollen wir beide heute, Leo und ich, als Vertreter, wir sagen intern gerne, der neuen Develop AG mit der entsprechenden Ausrichtung, auch mit einem großen Fokus auf die regulierten Märkte, ein Versprechen abgeben. Ich möchte das erneuern. Ich habe das schon mal als Geschäftsführer der Develop Public Sector GmbH abgegeben, aber als Vertretung jetzt der Develop AG das auch nochmal erneuern, dass wir Ihr Partner in der Digitalisierung sein wollen, mit allem, was dazugehört. Wir wissen gerade, dass die regulierten Märkte doch auch mit großen Herausforderungen immer dann auch konfrontiert sind. Innovationen beispielsweise einsetzen, die trotzdem entsprechend der Regulatorik auch eingesetzt werden können. Dass, wenn ein Krankenhauszukunftsgesetz, ein Online-Zugangsgesetz kommt, eine BIT V2.0, dass wir auch entsprechend die Priorisierung unserer Produktentwicklung darauf legen, dem gerecht zu werden. Das wollen wir wie in der Vergangenheit noch fokussierter tun und Sie als Zielmarkt oder als Märkte, haben bei uns den entsprechenden Fokus. Entsprechend haben wir auch unser Programm aufgestellt, die beiden Tage. Stefan, auch Leo haben es schon gesagt. Spannende Vorträge, viele Kunden, die uns Einblicke geben in die Erfahrungen, in den Digitalisierungsprojekten, in den Erfahrungen mit uns. Produktneuheiten, Neuerungen, die wir Ihnen vorstellen wollen. Wir freuen uns auch auf den Austausch. Auch davon lebt die Veranstaltung sehr, sehr viel in den Pausen, bei der Abendveranstaltung heute Abend. Insofern bleibt mir da eigentlich nur noch zu sagen, ja, ich freue mich auf die Begegnung gleich und vielen Dank. Vielen Dank.